Willkommen auf Atoms, Freunde. Heute ist eine andere Tür hier. Bitte schön. Ich dachte, die Mücke lasse ich rein. Nein. Die Engel lasse ich rein, habe ich mir gedacht. Wir haben hier eine Wohnung zu präsentieren, was uns sehr gut gefallen hat. Erdgeschoss, Freunde, wirklich. Ihr müsst nur eine Stufe steigen und seid in der Wohnung drin. Ich mag das. Das ist wie in Spanien oder in Italien. Das Leben läuft ja auf der Straße ab. Ihr werdet sagen, was quasselst du da, Ercan? Wir haben hier 1 plus 1, 75 Quadratmeter mit eigenen Pool. Eigenen heißt, gehört zu diesem Haus dazu. Man hat vor der Wohnung dieser Balkonbereich. Jenny, das zeigen wir auch. Okay, das ist ungefähr 12 Quadratmeter. Das Haus haben wir schon mal angeschaut. Es ist Fassade her gut geschützt, beschützt, weil man eben mit Mosaiksteinen bestückt hat und eine intakte Pool hier in der Stadt. Das hat uns auch gefallen. 600 Tele ist türkische Lira, ist Aydat. Das heißt, nicht mal, ja, 20, 22 Euro habt ihr Nebenkosten. Ansonsten 75 Quadratmeter Wohnung, die schauen wir jetzt an. Möbliert zu verkaufen. Hier in dieser Region gibt es 1 plus 1 Wohnungen bis 250.000, 300.000 Euro, weil man strandnah ist. Wie viel wird es sein? 110, 120 Meter zu Fuß seid ihr am schöneren Strandabteilung, finde ich. Alle Restaurants, alle Ausgehmeile ist hier. Was können wir noch sagen, Jenny? Hafen ist hier in der Nähe, vor allem wenn ihr Fahrradtouren machen wollt, wenn ihr diese 110 Meter mal vorfährt, dann habt ihr 28 Kilometer lang Strandpromenade, Fahrradweg. Also, wir gehen jetzt unseren Hauptpunkt. Hier hat man nochmal eine Arbeitsplatte, Verlängerung gemacht, kann man Sachen abstellen. Klimaanlage ist drin. Leute, also es ist nicht nagelneu, aber ihr wollt jetzt immer günstige Wohnungen haben. Das ist jetzt günstig. Kühlschrank, ein freistehender Kühlschrank, der in die Jahre gekommen ist, aber solange es funktioniert, manchen stört das gar nicht. Da haben wir eine Küchenzeile mit Spülmaschine, Ofen, Herd, Dunstabzug. Die Sachen, die hier drin sind, bleiben auch drin. Wenn jemand sagt, ich habe die Schnauze voll, Ercan, ich werde hier krank, ich habe Burnout, ich will abschalten und in eine Stadt, wo alles neu ist, was heißt neu für euch ist, ich bin der Meinung, das tut einem Menschen gut. Ich finde, jeder Mensch sollte einmal im Jahr, nicht einmal im Jahr, sondern einmal im Leben ausgewandert sein, um andere Kultur, Lebensweise und Denkweise mitzubekommen. Wer weiß, vielleicht sind Sachen, die ihr jetzt als Belastung seht, wenn ihr in einen anderen Lebensablauf reinkommt, keine Belastung, Freunde. Okay, da wäre Sitzbereich. Hier haben wir einen schönen Tisch. Finde ich, schau mal, Jenny, sehe ich auch zum ersten Mal. Voll cool. Man könnte einen Fernseher anbringen. Wenn ihr sagt, Ercan, ist denn die Türkei sicher? Müsste man Angst haben, Erdgeschosswohnung. Freunde, schaut euch an. Egal, wer euch was antun will, schafft es nicht. Diese Sachen sind da, wenn die Wohnung lange nicht bewohnt ist, dass Sicherheit da ist. Ansonsten wird da nichts geschehen oder passieren. Auch diese Mosaiksteine sind schön hell. Dann gehen wir in die hinteren Bereiche des Wohnungs. Hier hat man den Schlafzimmer, Jenny, Schlafzimmer, 15, 16 Quadratmeter Schlafzimmer, wenn das reicht. Dann Klimaanlage drin, ein großes Fenster drin, Spots, Schlafzimmerschrank. Die Türen sind nicht vergilbt, sondern die Türen sind beige gestrichen worden, deswegen sehen die so aus. So, Freunde, ihr habt die zwei Zimmer gesehen. Schlafzimmer und Wohnzimmer mit amerikanischer Küche. Dann haben wir natürlich zudem ein Badezimmer. Das Badezimmer befindet sich in der Mitte der Wohnung. Also alles, was man braucht und ich finde, Übermaß
an Platz ist hier noch vorhanden, Jenny. Egal, ich weiß nicht, was man noch hier machen kann, aber Platz wäre da. Also man könnte daraus auch eine große Badezimmer gestalten mit Badewanne, wenn man denn Lust hat und sagt, Ercan, ich möchte die Wohnung nach meinen Bedürfnissen anpassen. Hier haben wir gesagt, ist Boiler für Warmwasser und hier ist die Waschmaschine. Und diese Sachen sind natürlich mit dabei. Und für die, die auf ein Schnäppchen gewartet haben, die vielleicht Single sind, eine schwere oder eine gute Phase machen, wobei man hier als Paar auch genug Platz hätte, Freunde. Die Wohnung ist zu haben für 99.000 Euro. Also endlich mal eine Wohnung wieder unter 100.000 Euro. Ich meine, Lage her und Wohnungsgestaltung her, also Art her, macht das Sinn. Wer sagt, ich will keinen Aufzug, kein Treppenhaus haben, ich will direkt von der Straße in meine Wohnung gelangen, Balkon haben, hat man große Zimmer, hat man möbliert, ist und ihr braucht nicht mal Besteck aus Deutschland mitbringen, schaut euch das an. Auch wenn jemand sagt, Ercan, ich will ein bisschen Geld in der Türkei anlegen, die Wohnung kaufe ich und möchte vermieten, auch das können wir für euch machen. Und manchmal ist ja ein Hindernis, dass die Menschen hier bei dem Wetter ein Kühlungssystem haben wollen. Das heißt nicht Klimaanlage, sondern einen Pool. Und draußen haben wir den Pool, wo ihr jederzeit aufstehen, rübergehen, abkühlen, bisschen hin und her schwimmen, ist möglich. Also ich finde eine lukrative Immobilie, den ich als angemessen finde. Wir haben über 500 Immobilien angeschaut mittlerweile. Das hat uns Spaß gemacht aufzunehmen. Ich hoffe, euch macht das auch Spaß anzuschauen und vielleicht braucht ihr jemanden, der uns anruft und wir einen Besichtigungstermin machen. In diesem Sinne, at homes, bis bald, Freunde.